Kreuzer sind erledigt. Gute Arbeit. Vorwärts. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind ihre Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Was war das? Dasselbe mit der anderen. Das war die letzte Artilleriestellung. Anton 1, die Panzerdivision versucht, den Platz zu stellen. Sofort angreifen und abwehren. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Kerz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer?
es nicht schaffen! Mach irgendwas, Peter! Unsere Lenkung fällt gleich aus! Scheiße, das ist nicht gut! Feind zerstört! Die Panzerung gibt nach! Strengen Sie sich gefälligst an! Ich arbeite dran! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle verbliebenen Panzereinheiten. Rücken Sie zum Sammelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Kerz, bringen Sie uns zu dieser Position. Ja, Kommandant. Bringen Sie uns zur Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Herrgott, nochmal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Ziel zerstört! Wir können los!
feindliche Panzer! Passen Sie auf, wo Sie hinfahren, Kurt! Wie viele Panzer haben Sie wohl? Ganz ruhig. Wir schaffen das. Sollen Sie nur kommen. Das Ziel ist erledigt! Wir leiden Schaden! Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh ja, Gott nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier.
ist Hartmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Bringen Sie uns raus hier! Wir können doch Hartmann nicht hier lassen!